Sommer 1986. Die Hitze war unerträglich. An diesem Tag war das Böse unter uns. Wir haben Wochen gebraucht, um sie zu finden. Der Täter wurde nie gefunden. Dann geriet alles ins Vergessen. Die Sommerhitze liegt wie eine Glasglocke über uns. Wir verkriechen uns in unsere Einfamilienhäuser. Aber hinter den Türen zerbrechen wir Stück für Stück, bis wir nur noch Gespenster sind. Dann passiert es wieder. An derselben Stelle. Keiner weiß warum. Die Vergangenheit holt uns ein. Die Verzweiflung bringt uns um. Alle. Wir verrennen uns, drehen uns im Kreis, verlieren uns selbst. Es gibt keine Antworten. Es bleibt nur das Schweigen. Diesmal darf er nicht entkommen.